Hallo, mein lieber Steinbock. Heute schauen wir, was denn der Zeitraum Juni bis Dezember 2024 für dich bereithält. Ich hoffe, dir geht's gut. Hast vielleicht auch schon mal in die Jahreslegung reingeschaut für dein Sternzeichen unter der Playlist Jahreslegung Sternzeichen. Da findest du weitere Hinweise oder vielleicht auch in die Monatslegungen, wie du magst. Ja, vielleicht interessieren dich aber auch mehr die kurzweiligen Botschaften, deine kommenden 72 Stunden oder zeitlose Videos. Du kannst dich hier gerne mal umgucken, falls du hier neu bist auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für dein Like, für dein Liebeskommentar, fürs Weiterleiten und auch für dein kostenfreies Abo, was du jederzeit dalassen kannst. Das ist in jedem Fall kostenfrei. Was hier nicht kostenfrei ist, das ist das Extended Video und das hast du im Mitgliederbereich. Da gehe ich später nochmal drauf ein am Ende des Videos. So, jetzt wollen wir mal schauen, was die Hauptenergie ist für Steinbock. Juni bis Dezember. Oh, ein neues Leben mit der Zahl 39. Irgendetwas Neues in deinem Leben, etwas, wofür du jetzt auch bereit bist, was sich jetzt vielleicht auch schon anbahnt, was du schon weißt, dass das in deinem Leben jetzt mehr Raum nimmt, ja? Vielleicht ein neues Hobby, eine neue Tätigkeit, ein neues Umfeld, neue Freundschaften, irgendetwas Grundlegendes, ja? Vielleicht hast du auch einen neuen Job oder du gehst in Rente. Also in irgendeiner Weise erwartet dich ein neuer Lebensabschnitt, der gänzlich anders sein wird als das, was du bisher erlebt hast. Du wirst dich sehr erfrischt fühlen, ja, also wie aus hier, wie aus einem Ei gepellt. Vielleicht kommst du auch in eine frische Lebensenergie damit. Das würde mich ja sehr freuen. Da lass mich mal wissen, was bei dir jetzt gerade hier los ist. Ich hätte gerne mal über die Tarotkarten noch mehr Informationen dazu. Wie zeigt sich denn das neue Leben? Was haben wir da? Da haben wir die vier der Kelche. Das ist eigentlich so die Frustkarte. Das ist eine Situation, in der du sehr unzufrieden bist. Vielleicht auch so ein bisschen stagnierend. Man sitzt da und steht sich auch so ein bisschen selbst im Weg. Hier wird einem aber ein Kelch gereicht. Ich weiß nicht, ob du den siehst. Vielleicht nimmst du genau diese Chance hier wahr, wo du vielleicht erst so denkst, ach naja, wieder so ein Kelch. Das ist so wie wenn. Ich sag's mal so, du datest vielleicht am laufenden Band und hast immer das Gefühl, da ist ja eh nichts dabei. Also kannst es auch eigentlich gleich sein lassen. Ne? Man verwehrt sich hier schon. Und dann kommt hier wieder so ein Angebot, wollen wir uns mal treffen? Und du sagst schon, oh Gott, ey, wirklich. Das ist ja keine großen Erwartungen. Und schlussendlich ist da der Jackpot dabei, ja? Muss ich gleich husten. Also, da findet auf jeden Fall Kommunikation statt. Was dürfen wir denn über die vier der Kelche hier noch wissen? Da haben wir die sieben der Münzen. Ja, das ist wieder so eine Situation, wo man etwas neu bewertet. Vielleicht machst du jetzt die Erfahrung, Mensch, irgendwie ist das aber diesmal anders als sonst. Vielleicht gab es auch vorneweg eine Situation, die du dir lange angeguckt hast. Ja, das ist auch diese Karte von Langwierigkeit und dass man hier an etwas lange gearbeitet hat, aber man ist irgendwie mit dem Resultat auch nicht so richtig zufrieden gewesen. Ja, man hat irgendwie nicht das geerntet, was man wollte, oder das hat dir von der Menge her nicht gereicht, dass dir das, was dir dann begegnet wurde oder was du rausbekommen hast für dich. Also, ich meine, in irgendeiner Weise sollte einen ja das, was man da hat, ob das eine Beziehung ist, ob das ein Job ist, ob das deine Gesundheit ist, was auch immer, es sollte dich erfüllen und dich in deine Kraft bringen. Und wenn du das Gefühl hast, nee, irgendwie geht die Reise hier in eine Richtung, die mich überhaupt nicht zufriedenstellt, ja, vielleicht bist du auch in einer Beziehung und hast da vielleicht warst da sehr ablehnend zu jemanden und guckst du das Ganze jetzt an, so unter dem Motto, was habe ich denn jetzt hier angerichtet, ja? Kann auch sein, dass das für manch einen zutrifft, dass man hier dann überlegt, okay, wie gehe ich denn jetzt damit um? Was mache ich denn jetzt damit? Investiere ich da weiter oder setze ich neue Prioritäten, ja? So, was dürfen wir denn noch über die vier der Kelche wissen? Und da kommt der Narr. Also du stürzt dich hier volle Kanne in deinen Neuanfang. Unterm Kartendeck haben wir den Tod. Das ist die Skorpionenergie. Transformation, Stirb- und Werdeprozesse, eine Neugeburt. Irgendetwas in dir ist hier Anlass, dass du eine alte Haut abwirfst, dass du ein Glaubensmuster über Bord wirfst, eine Verhaltensweise.
Irgendetwas, was elementar in deinem Leben war. Das lässt du hinter dir. Das streifst du ab. Wir haben hier auch die Karte von 5 der Kelche. Also in irgendeiner Weise hast du hier vielleicht auch einen Verlust einzustreichen gehabt. Ja, es kann auch sein, dass ja manch einer, ja, eine Partnerschaft in den Verlust, dass hier eine Partnerschaft in den Verlust geht. Wir haben hier die Königin der Stäbe. Könnte ein Feuerzeichen sein, Widder, Löwe, Schütze. Oder einfach die Energie von Unterstützung, ja, dass hier jemand ist, dass dich hier jemand motiviert, diese alte, schwere Energie jetzt von dir zu streifen, ja, dass dich jemand darin begleitet in diesem Verarbeitungsprozess, denn die 5 der Kelche ist auch immer dieses von, ich bin traurig, ich bedauere das, ich bin tief traurig hier in meiner Situation. Zu, ich drehe mich wieder dem Leben zu. Ich sage wieder ja zu Partnerschaften. Ich sage ja zu meinem Leben. Ne? Also auch so aus so einer depressiven Phase rauszukommen, aus dieser Schwermütigkeit rauszukommen, wieder in die Leichtigkeit. Hier ist auch jemand eher so depressiv unterwegs. Ne? Das sieht gut aus. Also da könntest du mit Unterstützung rechnen. Die Hohepriesterin deutet auf eine hochspirituelle Energie hin. Das kann auch was mit Religion oder Glauben zu tun haben oder einfach mit deinem Selbstvertrauen, ja. Vielleicht vertraust du auch der Person sehr stark oder hast eine starke Verbindung zu dieser Person. Die hat auf jeden Fall eine Strategie auch mit an Bord, hier wieder dich in deine Selbstliebe zu bringen, dich in deine Kraft zu bringen. Königin der Kelche ist auch eine unterstützende Energie. Ne? Die Königin sind immer alle sehr unterstützend, die sind sehr mitfühlend und sehr verständnisvoll und mit Hingabe bei der Sache und haben auch hohe Ideale und Werte. Ne? Also öffne dich da auch für Möglichkeiten und für Chancen. Die werden sich ja auf jeden Fall zeigen. Du steckst hier voll in einem Transformationsprozess, also in einer starken Veränderung, Umbruchssituation. Wir schauen uns jetzt im Extended an, wie du da hinkommst, was da passiert, was die Einflüsse sind, mit denen du hier rechnen kannst, was auch als nächstes geschieht, auch wie du und deine Einstellung dazu sind, wo deine Hürden und Blockaden liegen, wie dein Umfeld darauf reagiert und wo du schlussendlich Ende Dezember landen wirst, wenn du den Weg da so weitergehst. Und wir gucken uns auch an, nee, hier ist der richtige Stapel. Welche Botschaft hier als Unterstützung noch für die kommenden 6 Monaten an dich rausgehen darf, das sind die Kraft der Göttinnen. Wenn du das Gefühl hast, yes, Baby, das ist hier meine Legung, das ist hier mein Thema, auf mich wartet jetzt hier eine neue Zeit, dass du das schon irgendwie so subtil so fühlst, ja, dann könnte das Sinn machen für dich, mit in den Mitgliederbereich zu kommen. Wie kommst du dahin? Klick einfach unter dem Video auf Mitglied werden, dann bist du noch nicht gleich Mitglied. Sondern dir werden 2 Stufen vorgeschlagen, und zwar die Stufe Member, also Mitglied, und die zweite ist die Fans, Soul Family Fans. Und ab da hast du alle Videos uneingeschränkt zur Verfügung. Du hast die Extended Videos werbefrei für alle Sternzeichen, für alle Zeiträume, kannst du so oft dir anschauen, wie du möchtest. Und ja, und kannst du auch monatlich die Mitgliedschaft kündigen, wenn du sagst, ich möchte das da nur mal einen Monat und dann gehe ich da wieder raus. Wie du möchtest, fühl dich hier frei, ja. Falls du persönlich Support von mir haben möchtest, dann findest du den Link unter Elo-Page. Da ist mein Shop, da habe ich immer mal ein paar Sachen freigeschaltet. Vielleicht ist da was dabei, was dich jetzt gerade in deiner Phase hier unterstützt. So, habe ich alles gesagt? Ja, keltische Kreuz legen wir jetzt, habe ich gesagt. Alles klar. Dann wünsche ich dir alles, alles Liebe. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Bleib schön gesund. Halt die Ohren steif. Vielen lieben Dank für dein Like und für dein Liebeskommentar, fürs Weiterleiten und für jegliche Art deines Supportes. Mach's gut und ich freue mich, wenn wir uns in einem weiteren Video wiedersehen. Bye, bye.